Ah, guten Tag, ihr beiden. Hallo, Christoph. Hi, Christoph. Schön, dass du mir Gesellschaft leisten willst. Ja, dann musst du dich bei Gero bedanken. Wo sind denn die anderen? Die anderen? Ach, du meinst Henninge und Julia? Ach, die wohnen doch schon länger nicht mehr hier. Na, und Jan? Jan ist im Moment auch nicht hier. Wann kommt er denn zurück? Tja, Jan ist heute Mittag ausgezogen. Du wirst also mit mir allein vorlieb nehmen müssen, aber wir werden uns schon nicht langweilen. Bestimmt nicht. Kathi fällt immer was ein. Hm. Ja, gehen wir doch erstmal nach oben. Hm? Am besten, du ziehst das mal in Julias Zimmer. Na, wenn's denn sein muss. Ja. Und für heute Nachmittag überlegen wir uns noch, was wir anstellen können. Hm? Musst du denn nicht arbeiten? Ich habe meine Termine extra verlegt, wenn ich schon mal so einen netten Besuch bekomme. Na toll, das passt ja super. Ja, Kathi freut sich schon riesig. Ja, das habe ich auch gleich gemerkt. Na, Kathi, wie fühlst du dich als Herrin auf Friedenau? Wie in einem Museum. Tja, dann werde ich mir wohl was einfallen lassen müssen. Lass mal. So komme ich wenigstens dazu, die Zeitschriften vom letzten Jahr zu lesen. Ich glaube, ich weiß was. Wenn du abklatschende Hopse meinst, das ist nicht mehr meine Nummer. Nicht? Wie wär's damit verstecken? Verstecken? Dann sehen wir uns wenigstens nicht so oft. Ja. Also Julia hat in deinem Alter immer sehr gern... Ich glaube, ich habe eine Idee. Da bin ich auch mal gespannt. Geht gleich los. Kathi, kommst du mal? Was ist denn nun schon wieder? Meinst du, ich habe noch nie ein Pferd gesehen? Aber sicher nicht so eins wie Atlantis. Ist sie nicht wunderschön? Was meinst du? Hm. Und, wie wär's? Was? Sie reiten. Ich darf? Solange du hier bist, gehört Atlantis dir. Hey, du bist ja gar nicht so übel. Mit dir, worauf wartest du? Kannst du mir vielleicht mal helfen? Sag mal, du steigst doch nicht das erste Mal auf ein Pferd. Trotzdem. Na los, komm. Na komm. Und was ist, wenn sie mit mir durchgeht? Atlantis doch nicht. Die ist von Julia eingeritten, die hört aufs Wort. Wo soll ich denn überhaupt hinreiten? Ich kenne mich doch gar nicht aus hier. Sag mal, du bist doch mit dir Henning und Julia schon öfter ausgeritten. Ja, aber... Was ist los? Hm? Soll ich denn wirklich ganz allein? Ach, Kathi. Du hast mir doch versprochen, dir den ganzen Tag für mich freizunehmen. Ich habe einer Freundin versprochen, sie von der Redaktion abzuholen. Ihr Auto ist in der Werkstatt. Morgen reiten wir zusammen aus. Ehrenwort. Ja, wenn meine Freundin nichts dagegen hat. Ja. Das sieht ja lecker aus. Vielen Dank, Cecilia. Danke. Na, wie war dein erster Ausritt? Super, ich bin bis zum alten Weiher geritten. Ganz schön weit für einen, der sich am Anfang so geziert hat, hm? Ja, ich wollte eigentlich noch viel weiter, aber ich wollte auch pünktlich zum Essen zurück sein. Wie bist du denn mit Atlantis klargekommen? Total gut. Na, bis auf die Sache mit dem Gurt. Was war denn mit dem Gurt? Er hat sich irgendwie gelockert. Und beim Aufsteigen wäre ich fast mit dem ganzen Sattel und das Pferd gerutscht. Aber ich habe ihn nachher wieder festgezogen, dann war das in Ordnung. Morgen kommst du mit, das hast du mir versprochen. Und ich werde mein Versprechen halten. Am besten zeige ich dir morgen mal unser Landhäuschen. Hm? Was ist denn mit deiner Freundin? Vielleicht hat sie ja morgen schon was Wichtiges mit dir vor. Was gibt es Wichtigeres, als mit dir auszureiten? Hm? Dankeschön. Auch etwas Wein? Ich weiß nicht. Barbara gibt mir nie welchen. Sie meint, ich wäre noch zu jung. Hm. Für ein Gläschen, meine ich, bist du alt genug. Außerdem haben wir auch einen Grund zum Feiern. Auf die neue Herrin auf Friedenau. Guten Morgen, Kathi. Morgen. Oh, das sieht ja interessant aus. Wow. Was soll es denn werden, wenn es fertig ist? Weiß ich selber noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall was ganz Neues. Hm. Möchtest du vielleicht mal... Was davon probieren? Nein, nein, danke, danke. Mir ist zurzeit nicht nach Experimenten zumute. Ach, das kommt schon wieder. Sag mal, hast du was dagegen, wenn ich mich im Stall ein bisschen nützlich mache? Überhaupt nicht. Ja, super, dann gehe ich nach dem Frühstück gleich rüber. Ja, gern. Und die Schule? Die geht heute erst um 10 los. Unser Englischlehrer ist krank. Ah ja. Mhm.
wollte mich ein bisschen um Foxy kümmern, jetzt wo Julia nicht mehr hier wohnt. Hm. Oder hat sie was dagegen? Bestimmt nicht. Ist was? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, 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 Kathi. Mir kam es nur eben so vor, als säße Julia hier. Sie war in deinem Alter genauso pferdeverrückt wie du. Und reiten konnte sie wieder toll. Apropos Reiten, welches Pferd soll ich für dich satteln? Für mich? Ja, wir wollten doch heute zusammen ausreiten. Ja, das geht nicht. Wieso denn nicht? Karin kommt für 2 Tage hierher. Ich habe versprochen, sie von der Agentur abzuholen. Mir hast du auch was versprochen. 2-mal schon. Ja, ich weiß. Aber wenn du keinen Bock hast, dann... Ach, das ist es doch nicht. Ja, was denn dann? Glaub mir, die Verabredung mit Karin kann ich nicht verlegen. Nichts würde ich lieber tun, als lange Ausritte machen. Die habe ich früher mit Julia immer getan. Ach, vielleicht kann ich ja ein bisschen für Julia einspringen. Hyperum merum spectantes provincias eos cognoscimas skillicet. Ah, hallo Julia. Kommst gerade richtig. Kannst du mir vielleicht bei der Lateinübersetzung helfen? Oh, nee, ich krieg ein Herpes, wenn ich ein Lateinbuch nur sehe. Entschuldigung. Ist Christoph da? Nee, der ist unterwegs. Und wann kommt er wieder? Keine Ahnung, aber er hat heute jede Menge Termine. Und dann wollte er noch Karin von der Agentur abholen. Dann warte ich. Sag mal, bist du eigentlich sauer, weil ich in deinem Zimmer wohne? Quatsch, gibt genug Zimmer hier. Mensch, bluff mich doch nicht so an. Entschuldige, ich hatte eine schwere Nacht. Ist okay, dass du hier wohnst. Gefällt's dir denn? Ja, super. Wenn der blöde Lateinkram nicht hier wäre, wäre es allerdings noch besser. Kann ich dich mal was fragen? Klar. Warum hast du dich mit Christoph gestritten? Woher weißt du das denn schon wieder? Hab's halt so mitgekriegt. Wir haben uns nicht gestritten. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich es nicht richtig finde, wie er mit Clarissa umgeht. Wieso? Er macht doch gar nichts. Was weißt du denn, was Christoph macht und was nicht? Stimmt. Aber eins weiß ich, das hat er mir heute Morgen noch gesagt. Was denn? Dass er dich vermisst. Er redet die ganze Zeit von dir, wie ihr früher zusammen ausgeritten seid und so. Hm. Jetzt kann er ja mit dir ausreiten. Schluss mit dem Büffeln. Aber ich muss doch noch Latein übersetzen. Jetzt gibt's Kaffee. Und Kuchen. Ja, und der gallische Krieg? Den knöpfen wir uns danach zusammen vor. In Latein war ich super. Das hätte ich mir ja denken können. Julia. Ich muss dringend mit dir sprechen. Ich hol schon mal Teller. Was kann ich für dich tun? Na, raus mit der Sprache, Julia. Ach, nichts. Es ist doof, dass ich hergekommen bin. Diese Sache von neulich. Es tut mir leid, ich habe viel dummes Zeug geredet. Ich doch auch. Dann sind wir also wieder Freunde? Ja, du bist der einzige Freund, den ich habe. Ist sehr gut, mein Mädchen. Warum bin ich nicht viel früher gekommen? Ich war noch nie so einsam. Was ist denn passiert? Weiß nicht. Ich habe dich nur so vermisst. Ich dich auch. Und dieser dumme Streit, ich hatte schon Angst, dass du nichts mehr von mir wissen willst. Unsinn. Es ist schön zu hören. Hört auf, ihr zwei, sonst fange ich noch an zu heulen. Cognoscimus skillicet. Eos cognoscimus skillicet. Hast du eine Ahnung, was das heißt? Nee. Da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Musst du Karin fragen. Wo ist sie denn? Sie zieht sich gerade um. Und Julia? Die ist schon wieder weg. Die hatte heute Nachmittag noch 2 Fototermine. Aber ich soll dich ganz herzlich grüßen. Danke. Eigentlich habe ich dir ja zu danken. Wieso? Du bist ja wohl nicht ganz unbeteiligt an unserer Versöhnung, hm? Ich find's blöd, wenn sich ein Vater mit seiner Tochter streitet. Ja, ich auch. Ich habe ja leider keinen Vater. Na, jedenfalls nicht so richtig. Du kanntest ihn doch, oder? Roberto. Wie war er eigentlich? Warum fragst du mich das? Weil... Ach, Barbara sagt nie so richtig was über ihn. Sie schimpft immer nur. Hm. Ja, also ich kannte ihn auch nur sehr flüchtig. Aber du kennst dich doch gut aus mit Menschen. War er wirklich so schlecht, wie Mami sagt? Hm. Also ein Heiliger war er nicht. Ja, das ist Mutti auch nicht. Sie hat ein paar ganz schön dicke Macken. Unter denen du fürchterlich zu leiden hast, ne? Manchmal schon. Ich verstehe gar nicht, wieso du so gut mit ihr klarkommst. Tja. Ich kenne mich eben aus mit Menschen. Ach,
Ich wünschte, mein Papi wäre so wie du. Was ist? Kommst du jetzt? Ich muss zurück in die Kneipe. Nee, ich bleib hier. Ich weiß nicht, ob ich Christoph das zumuten kann. Wir verstehen uns sehr gut, Christoph und ich. Er hat's dir ja wirklich angetan. Klar, wenn ich meinen eigenen Vater schon nicht kennenlernen darf. Da ersparst du dir einiges. Du redest wie Mutti. Ich weiß nur, Robert hat uns sitzen gelassen und das reicht mir. Du warst damals noch so klein. Du hast das gar nicht verstehen können. Ich war ihm doch nur im Weg. Kathi, wir haben keinen Vater. Find dich damit ab. Du vielleicht nicht, aber ich hab einen. Und irgendwann finde ich ihn auch.